Irgendwo faulenzt er herum, kein Zweifel. Ah, Entschuldigung, seid ihr Kunden? Ich fürchte, ihr müsst noch etwas warten, bis der Laden wieder öffnet. Mein Mann ist unentschuldigt abwesend. Er wollte eigentlich Fische fangen. Aber dann kam der Aegis-Angriff und schwupp, war es das mit den Fischen gewesen. Erinnert ihr euch? Zu dieser Zeit meinte er, dann fange ich die Fische eben selbst und verschwand nach irgendwo. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Fische gibt es jetzt wieder zu Genüge. Man könnte das Geschäft also wieder eröffnen, aber nicht ohne meinen Mann. Aber da draußen wimmelt es von Monstern. Ich kann also nicht einfach losziehen und nach ihm suchen. Es ist mir unangenehm, Kunden in so etwas reinzuziehen, aber jemand muss meinen Mann finden und ihn hierher in die Hauptstadt zurückschicken. Könntet ihr das machen? Er sagte, dass er am Fröstelsee sicher einen großen Fang landen könnte. Dort solltet ihr ihn wohl finden können. Ich hoffe, ihr findet ihn für mich. Vielen Dank. Wo bleibt mein Mann? Angenommen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Nebenquest hier im Torna DLC. Fröstelsee? Aber warum? Okay, Moment. Das erste, was wir machen, ist auf die Karte gucken, wo der Fröstelsee liegt. Und der ist bestimmt nicht hier, oder? Ich stehe hier. Biscata-Brücke, nein. Danak-Wüste. Wallfahrtsbrunnen. Okay, hier gibt es auch kein Wasser. Dann gucken wir mal in der Aletta-Region. Ob es ein Fröstelsee gibt. Uraltes Seebett. Orlandsfahrt. Nest. Irgendwas. Fröstelsee. Lasaria. Moment. Erntehain. Aber wo ist denn der Fröstelsee? Soll der direkt in der Stadt sein? Ich bin gerade etwas überfragt, aber dieses Fragezeichen hatte ich davor nicht. Suche? Ach, in Gormod? Ist ja unglaublich, dass der bis nach Gormod reist. Aber mir kam der Fröstelsee schon so bekannt vor. Vom Namen her. Na dann. Auf zum Fröstelsee. Schauen wir mal, wo er sich da aufhält. Aber we're at the waypoint. Have we far to go? We can't dally all day. Aber warum reist er denn so weit, nur um Fische zu fangen? Ist doch viel zu weit von zu Hause entfernt. Okay. In der Nähe von Auresco ist ja auch nur die Wüste. Oh, da schwimmen wir halt. Ah, ich glaube, da ist er schon und angelt. Sollen wir mal an die Leine anbeißen? Ah, Mann. Hey, hätte nie gedacht, hier oben noch jemanden zu treffen. Seid ihr auch zum Angeln hier? Ist auch für mich eine Premiere. Wie, nicht? Chica sagt, ich sei verschwunden und hat euch geschickt, um mich zu suchen. Verschwunden. Was für eine herrliche Übertreibung. Ich bin nur hier, um ein paar Fische zu fangen. Ihr wisst schon, um die zu ersetzen, die in Torna umkamen. Ach, die Fische sind wieder da? Verstehe. Also hat Tyler euch dafür eingespannt? Verstehe, verstehe. Moment mal. Was? Habt ihr Chica gesagt? Meine Frau Chica? Die hat euch geschickt? Stopp. Halt. Auszeit. Ist meine Frau einigermaßen friedlich? Stinksauer? Ein Zorn, der selbst die Aegis zurückschrecken lassen würde? Ich sollte jetzt besser gehen. Danke für den Hinweis. Und dann nahm er die Beine in die Hand. Oh, das war's schon? You really shouldn't have. Noch 9 Personen bis Stufe 4. Okay.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man schon während der Quest das Ansehen erhöht. Okay, we're at the waypoint. So, schräg gegenüber. Da ist sie, die Chica. Ich denke mal, das gibt doch einen Punkt auf Ansehen. Dank euch ist mein Mann Hamann zurückgekehrt. Ich wollte, dass er euch persönlich dafür dankt. Das wäre jedenfalls anständig gewesen. Aber er brachte nur die gefangenen Fische vorbei und war im nächsten Augenblick schon wieder fort. Wahrscheinlich hat er einen neuen Angelplatz gefunden und will ihn unbedingt ausprobieren. Wenn der zurückkommt, kann er aber was erleben. Aber er ist trotz allem noch mein Ehemann. Er ist mein Ein und Alles. Ich bin euch wirklich dankbar, dass ihr ihn für mich gesucht und gefunden habt. Na. Auch wenn sie ein bisschen rumzetert, ist das anscheinend doch wahre Liebe. Und zu den besten Beziehungen gehört auch immer ein bisschen Streit dazu, ne? Also um Streit kommt man oft nicht herum. It has been a learning experience. Fischers Mischmasch und Skeletthaube. Okay, die Quest ist erledigt. Die Quest ist erledigt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann die nächste Quest erledigen. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.